Hallo, nochmals kalt, Anfänger Video 4. Hier geht es um diesen Turntable, also diese Drehansicht und wie man GIFs exportiert. Ich gehe mal auf nochmals kalt. Hier haben wir Objekt und ganz links oben, ich mache mal wieder einen Screenshot, hier dieses kleine Symbol. Da, wenn man drauf drückt, kommt man in diese Ansicht von diesen, ja, von der App. Und hier ist dieser Turntable, der zweite Punkt. Hier kann man die Geschwindigkeit einstellen. Und sobald man diesen Haken hier setzt, kommt man in diese Turntable-Ansicht. Also zack. Und schon rotiert die Sache. Am Bildschirm kann man das Objekt ein wenig drehen in die Richtungen, wie man es haben möchte. Hat aber immer zur Folge eigentlich, dass man, wenn man diesen Blick hier resettet in diese Frontansicht und diesen Turntable hier ausführt, dass das immer die Rotation um den Mittelpunkt hier ist. Dann gibt es einen Kurzbefehl dafür. Ich mache mal einen Screenshot. Wenn ich hier mit 4 Fingern drauf tippe, 4 Finger, komme ich ins Menü zurück, besser gesagt ins Hauptprogramm. Die Rotation geht weiter und ich kann auch die Tools verwenden, indem ich mache mal hier die Outline an. Jetzt sehe ich praktisch, welche Kugel aktiv ist und ich kann hier praktisch auch Verformungen machen, während sich das dreht. Und ja, ich lasse das jetzt mal so sein und ich gehe jetzt mal mit 4 Fingern, kann man wieder drauf drücken und dann verlässt man diese Ansicht wieder und kann über das linke obere Nomad-Zeichen das wieder verlassen. Ich lösche mal dieses Objekt. Okay, diese Sache ist manchmal ganz hilfreich, wenn man Reset. Was machen wir mal? Einen Zylinder. Und man würde jetzt hier in diese Turntable-Ansicht gehen. Das Objekt dreht sich jetzt. Man sieht es bloß nicht. Ich tippe mit 4 Fingern drauf und nehme die Maske. Hier kann man jetzt praktisch am drehenden Objekt das maskieren. Oder ich kann diesen Clay-Funktion hier ausführen und solche Sachen hier machen. Ja, ganz nett zu wissen. Okay, diesen Turntable-Modus hier, wenn ich jetzt am iPad rechts oben runterwische, kann ich auch diese Screen Record, der läuft jetzt gerade, das ist der rote Punkt, das kann man dann einschalten und sein Objekt aufzeichnen. Das ist aber eine extra Sache, falls man nicht weiß, wie man diese Bildschirmaufnahmefunktion da reinbringt. Das ist eine Einstellung vom iPad. Okay, das ist so dieser Turntable. Interessant ist auch noch hier in diesem Menü, hier kommt man auf die Website von NomadSculpt, ins Forum, aufs Handbuch, kann man ja auch lesen. Twitter, Instagram, Facebook, die Facebook-Gruppe ist auch schön und Discord, ich bewege mich auch gut auf Discord. Dann ist noch diese Madcaps und Hydris, da kann man Madcaps runterladen, auch schön. So, das war die Sache mit dem Turntable. Dann gibt es hier in diesem Einstellungsmenü, wo jetzt ist im Moment Interface aktiv, das sieht man ganz oben. Und man kann aber auch auf Debug wechseln. Im Debug-Menü gibt es diesen GIF-Export.
Man sieht jetzt hier diesen kleinen roten Punkt, wenn man genau hinschaut. Und das ist dieser Rotationspunkt vom Objekt, wenn man diese GIF-Export-Funktion nutzt. Duration ist die Geschwindigkeit. Und jetzt, wenn man GIF-Turntable drückt, dauert es ein paar Sekunden. Und dann wird diese GIF-Ansicht erstellt. Und hier kann man die Sache jetzt hier speichern, übers Teilen. Und hier ist der Rotationsmittelpunkt immer dieser kleine rote Punkt. Also das muss man auch wissen. Das kann man jetzt ändern, indem man, ich sage mal, ich bringe hier mal ein anderes Objekt rein. Und man sieht jetzt hier ist der kleine rote Punkt. Das ist ein wenig tricky, den zu versetzen. Und ich kann aber jetzt dieses Objekt hier zum Beispiel unsichtbar machen. Und ich schalte mal die Outline aus und gehe jetzt hier in dieses Debug-Menü und lasse dieses GIF machen. Und jetzt rotiert hier das Kerlchen um diesen Würfel herum. Ich kann natürlich jetzt den Zylinder wieder auswählen und schaue, ob dieses ob es jetzt so besser ist. Und so kann man seine GIFs hier da machen. Gut. Slow. Okay. Mehr Einstellungen wisst ihr jetzt dazu nicht. Das war's. Viel Spaß mit NomadSculpt. Tschüss. Na, gehst du jetzt runter?